Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Ich heiße Max und ich möchte euch heute zwei Bücher vorstellen, die ich im April gelesen habe. Die Lesemonate möchte ich etwas anders gestalten, denn ob ihr es glaubt oder nicht, für den März-Rückblick, also für das Video zum Lesemonat März, habe ich etwa 8 Stunden gebraucht und das ist einfach viel zu viel Zeit, gerade in Anbetracht eurer doch eher geringen Resonanz und ja, Beteiligung und Freude an dieser Art von sehr ausführlicher Literaturbesprechung. Daher werde ich das natürlich ändern, denn ja, wenn es euch auch keinen Spaß macht und für mich einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, dann denke ich, ist da letztlich niemandem geholfen, dann mache ich es etwas knapper. Ja, ich beginne mit einem Roman, den ich von meiner Schwiegermutter geschenkt bekommen habe. Es handelt sich um einen Roman von Julian Barnes, ein britischer Autor, vom Ende einer Geschichte. Ja, Barnes Roman erzählt, übrigens von 2011 und übersetzt von Gertraude Krüger. Dieser Roman erzählt im ersten Teil die Geschichte von 4 jugendlichen Freunden, die in der Schule über das Wesen der Geschichtsschreibung debattieren, die aber auch den Selbstmord eines Mitschülers verarbeiten müssen, die im Allgemeinen aber auch wichtige Erfahrungen sammeln in Sachen Liebe, Sexualität und Auflehnung gegen die Erwachsenenwelt. Im zweiten Teil erhält Tony, der also jetzt Jahrzehnte später, der mittlerweile gealterte Ich-Erzähler, überraschende Post, die seine Erinnerungen erstmal strapaziert und die Frage nach der eigenen Mitschuld an dramatischen Vorfällen in der Vergangenheit neu aufflackern lässt. Dieser raffinierte kleine Roman, weniger als 200 Seiten, hat es mir durchaus angetan. Ich fühlte mich von Julian Barnes dazu eingeladen, zweierlei Lektürewege zu erkunden, wobei sich diese oft berührten und ergänzten. Zum einen ist da die Reflexion über das Wesen der Erinnerung, die versickern, sich wandeln oder eben auch Blüten treiben kann. Die ursprüngliche Coming-of-Age-Geschichte um 4 intelligente, aber auch altkluge Jungs, die wandelt sich in feinen Sprüngen zur Lebensbetrachtung eines älteren Mannes, der nicht unbedingt sympathisch, aber doch neugierig ist. Und dessen Jahrzehnte zurückliegende Beziehungen, vor allem zu Veronica und zu seinem Kumpel Adrian, bilden den Kern der Rückbesinnung, die dann eben anders verläuft als gedacht. Daneben fand ich persönlich beim Lesen aber auch die allmähliche Entdeckung und Freilegung des Ich-Erzählers Tony überaus reizvoll. Julian Barnes hat offenbar Freude daran, die Motive und Lebensansichten seines Helden nach und nach vor dem Leser zu eröffnen, wobei Tonys Selbstanspruch und die Interpretation der Leserinnen doch weit voneinander entfernt liegen dürften. Anfangs noch ein geradliniger Denker und loyaler Freund, erscheint Tony am Ende dann doch eher wie ein abgehalfterter Alkoholiker, dem Narzissmus und Pedanterie nicht fremd sind. Ich fühlte mich bei der Lektüre also gut abgeholt, denn ich ja, habe eben die Wandlungen und auch Widersprüche in Bezug auf meine eigene Einschätzung von Tony nachempfunden, die dieser, und das finde ich aus erzählerischer Perspektive wirklich kunstvoll und aus ethischer Sicht lehrreich, die dieser in seiner eigenen Vergangenheit erkennt und erkennen muss. Es geht hier also stark um Brüche, um Wandlungen. Eingestanden oder auch uneingestanden. Die Sprache übrigens, die folgt dem Zungenschlag Tonys und die jongiert gekonnt zwischen wunderbaren Sentenzen und auch einem etwas schnodderigen Plauderton. Eine Sentenz, die mir gefallen hat, zum Beispiel, und davon gibt es sehr viele, wenn wir jung sind, dann erfinden wir verschiedene Zukünfte für uns selbst. Wenn wir alt sind, erfinden wir verschiedene Vergangenheiten für andere. Ich mag solche klugen Gedanken, die in schöne Sätze kurz gepackt sind. Mir gefällt das. Die Auflösung des Plots war für mich glaubhaft und philosophisch evident, um jetzt mal einen der Lieblingsausdrücke der jungen Männer hierin zu gebrauchen. Doch im Nachgang mit dem Wissen um die Auflösung der Geschichte empfand ich manche Reaktionen der Figuren ja rückblickend als weniger plausibel. Insgesamt war das aber wirklich ein lesenswertes kleines Stück Literatur, das man aufmerksam lesen sollte, um die feinen Schichtwechsel und Nuancen auch nachzuvollziehen. Und ich gebe diesem Buch 8 von 10 Punkten. Genau. Dann habe ich Shining gelesen. Shining des US-amerikanischen Autors Stephen King aus dem Jahr 1977.
übersetzt von Harro Christensen. Es ist mein zweiter Stephen King. Zuvor hatte ich Stark gelesen, den ich jetzt vermutlich etwas schwächer bewertet hätte oder den ich im Nachgang nicht mehr so toll finde, einfach weil mir der Unterschied hier zu Stephen Kings Shining nochmal deutlicher wurde. Also das ist für mich doch nochmal ein Roman in einer anderen Liga. So war einfach meine Interpretation. Also Menschenskinder, das war mein Gedanke. Da hatte ich mir gerade mein warmes Nest an Hochliteratur zusammengesammelt und den allzu populären, stinkreichen, millionenfach gelesenen, ergo zweifelhaften Stephen King für mich ausgeschlossen. Da fällt mir eben Shining in die Hände und verbrennt sofort meinen Lesesnobismus wie ein überheißer Heizkessel, der im Keller steht. In Shining wird die Geschichte der Familie Torrance erzählt. Vater Jack, früher Lehrer und Autor, soll das abgelegene und altehrwürdige Hotel Overlook in der Wintersaison als Hausmeister warten und pflegen, wenn eben weder Gäste noch Angestellte dort sind. Ehefrau Wendy und der 5-jährige Sohn Danny sind von dieser 6 Monate währenden Zeit fern jeder Menschenseele zwar nicht begeistert, aber dem Familienoberhaupt zuliebe stimmen sie zu und müssen das natürlich auch tun. Wie kann ich euch jetzt meine Begeisterung für dieses Buch erklären und deutlich machen? Zum einen ist da die sehr genaue Betrachtung der Figuren selbst. Auf den ersten etwa 250 oder 300 Seiten passiert relativ wenig, was ich üblicherweise dem Thriller-Genre zurechnen würde. Ganz im Gegenteil. Stephen King lässt sich viel Zeit, die Vorgeschichte der Familie zu erzählen. Diese ist, und mehr sei wirklich nicht verraten, geprägt von Alkoholismus, von Gewalt, von Schuldgefühlen, vielleicht auch von bestimmten Wünschen, wie man das eigene Leben leben könnte und möchte. King schildert die Sorgen und Wünsche seiner 3 Hauptpersonen dabei so plastisch und deutlich, dass die späteren Geschehnisse in der Abgeschiedenheit und Enge des Hotels umso verheerender wirken, da wir Leser um die psychischen Verletzungen und tiefliegenden Konflikte wissen. Und die Tiefe und Komplexität der Figuren erreichen hier Ausmaße, die mich beim Lesen völlig, völlig kalt erwischt und gefesselt haben. Ich konnte mit Jacks Ringen um Autorität und ja, Beherrschung, ebenso aber auch mit Wendys Sorgen mitfühlen. Und auch bei Danny als hellsichtigem Jungen, der mitunter Gedanken lesen und Geschehnisse vorhersagen und vorausahnen kann, konnte ich mich zumindest einlassen, auch wenn mir Danny als Person etwas ferner stand. Und ja, die Spannung an manchen Stellen in diesem Buch ist gewaltig, ist großartig und überragend. Und ich schäme mich nicht allzu sehr zu bekennen, vielleicht ein bisschen schon, dass ich abends nach Beendigung ja so meiner Lektüre im Bett manchmal die Nachttischlampe doch wieder kurz anknipsen musste, da mir so war, als hätte sich der Schrank oder vielleicht auch ein Bild an der Wand noch kurz bewegt, als ich das Licht ausgemacht habe. Und war da draußen am Fenster nicht irgendwie gerade noch ein leises Kratzen, ein Wimmern zu hören? Aber wer die Szenen des aufgerollten Schlauchs oder der Strauchtiere vor dem Overlook Hotel erlebt und mitgefühlt hat und sich auch an die Badewanne in Zimmer 217 erinnert, der weiß, dass Stephen King auch Skeptiker und bekennende Gegner des Thriller-Genres das Fürchten lehren kann und wird. Noch nie habe ich mich beim Lesen so enorm gegruselt. Und dass Stephen King zur Erzeugung dieser Spannung zumeist, nicht immer, aber zumeist übrigens keinerlei Schockelemente voller Blut, Gedärme benötigt, rechne ich ihm hoch an. Sehr vieles geschieht hier psychologisch. Das ist sowieso ein wichtiges Wort. Die Psyche ist etwas, worauf es Stephen King durchaus abgesehen hat. Und die kann er eben auch deuten. Also die Psyche seiner Protagonisten ist ihm sehr wichtig. Und das ultimative Kunststück für mich, der erzählerische Sahnehappen sozusagen, besteht eben in der Motivation der zunehmend brutaler werdenden Konflikte innerhalb wie außerhalb der Familie Torrance. Denn nicht etwa irgendwelche ominöse, unklare, böse Energien herrschen hier und nicht aus diesen erwächst die Gewalt im Hotel, sondern eben aus Alkoholismus, aus verletztem Stolz, letztlich aus patriarchalischer Erziehung, die sich, und jetzt unterstützt von den Geistern der Jahrzehnte im Hotel, zunehmend gegen die Liebe in Jack und in Wendy durchsetzt. Was für ein großartiges Buch ist das? Was für ein Botschafter für das Lesen. Wer selten liest, wer Freunde hat, die sagen, Lesen ist nichts für mich,
dann schenkt denen dieses Buch. Ich bin mir sicher, dass sie wird niemanden kalt lassen. Für mich war es eine großartige Lektüre. Ich gebe diesem Buch 9 von 10 Punkten und ich freue mich, ja, ein Teil der Stephen King Community zu sein. Ich möchte von ihm ab jetzt auf jeden Fall noch einiges lesen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Bücher ihr von Stephen King, aber natürlich auch gerne von Julian Barnes empfehlen könnt, denn beide Autoren finde ich ganz wunderbar. Beide Autoren möchte ich noch weiterhin belesen. Ich wünsche euch jetzt einen weiterhin schönen Abend oder einen schönen Tag. Ich hoffe, diese Rezension in etwas kürzerer Form haben euch gut gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.